Du, go! Hey zusammen, ich bin der Shahin Danacci, 34 und ich bin der Trainer von FC NCM Zürich. Ich liebe Menschen fördern, ganz besonders Jugendliche. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Und Fußball ist meine grösste Leidenschaft, also habe ich beides in diesem Verein. Und ich liebe es, Taktiken aufzustellen, Aufstellungen machen und sehen, wie Spieler erfolgreich sind. Also ich arbeite in einer Grossfirma und von dort bin ich relativ weit entfernt mit, zu dem Thema Menschen mit Beeinträchtigung. Und ich finde, das ist eine Gruppe in unserer Gesellschaft, die einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und ich finde, mit der Position, die ich hatte in meinem Job, wollte ich einfach auch noch etwas mehr machen. Und ich habe es per Zufall entdeckt für mich und mich relativ schnell eigentlich auch auf das einlassen und einfach auch festgestellt, was ich alles vorher nicht gewusst habe. Und ich lerne jeden Tag mehr von ihnen, als sie von mir eigentlich. Natürlich. Also, wenn du an Shahin denkst, also wenn ich an mich denke, dann bedeutet immer Bühne, ganz klar. Das sage ich immer. Ich würde nicht sagen, dass nur der Sieg zählt, aber es zählt leider nur der Sieg am Schluss. Und wir kommen nicht so einen langen Weg her, um einfach mal ein bisschen grümpeln zu gehen, sondern wir kommen hierher, weil wir Ambitionen haben und unsere Ambition ist das Gold. Und wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir mit unserem Kampfgeist, den wir haben, mit unserem Teamgeist, den wir haben, und unserem Selbstbewusstsein, den wir haben, auch und die Art, wie wir trainieren, unser Verständnis vom Spiel eigentlich auch immer Gold geholt haben. Und heute soll es keine Ausnahme sein, wir haben das Selbstbewusstsein, ganz klar. Was aber der Tag bringt, das steht in den Sternen geschrieben. Aber ich bin überzeugt, dass wenn wir es so machen, wie wir es immer machen, dass wir auch heute ganz, ganz weit kommen werden. Ich sage immer, gut genug ist nie gut genug und besser ist immer besser. Aber mein Team weiss es, dass ich unglaublich stolz auf sie bin. Immer, egal ob sie gewinnen oder verlieren. Weil ich immer weiss, dass sie ihr das Beste geben. Was auch immer das bedeutet. Aber wenn du jetzt ganz spezifisch wissen, was ich jetzt gerade ein bisschen anders machen würde, dann würde ich ein bisschen mehr Laufbereitschaft einfordern. Wir sind noch einen Ticken langsamer, als wir sonst sind. Wir sind eigentlich relativ schnell im Spielaufbau. Was wir sehr gut machen, sind Passstaffetten. Unglaublich viel Ruhe bringen wir ins Spiel rein. Und was ich mir ein bisschen mehr wünsche, ist, dass wir in den richtigen Momenten ein bisschen mehr aufdrüllen können. Aber da bin ich überzeugt, wir haben jetzt 3 Spiele gespielt. 2 Siege und 1 Unentschieden und das ist erst der Anfang. Also da geht noch einiges heute und ich bin überzeugt, dass wir das auch noch verbessern können, sonst wäre es ja langweilig. Ja!
Kampf 1, Berger Sohnmaschine 2. Hier! Super! Super! Sauber! Super! Ich bin Nils Schubert, bin 19 und spiele bei Insieme Zürich. Hallo zusammen, ich bin Zia, bin Kapitänin vom reinen Männerteam. Ich bin Stürmerin und meine Trikotnummer ist 7. Am heutigen Turnier gefällt es mir sehr gut, weil ich mein erstes Goal habe ich für meine Grossmutter geschossen, was mir sehr viel bedeutet hat und leider am Mittwoch mit 90 verstorben ist, aber ja. Ist passiert und ich versuche darüber zu stehen. Also sehr, ich komme immer sehr gerne mit dem Team zusammenspielen, weil wir immer zusammenheben und so. Wir haben schon 2 Siege gehabt, 1 Unentschieden und ja, es läuft gut. Ich bin mitgekommen, weil ich das Turnier gewinnen will. Ich will immer und immer mehr. Das Fußball spielen und vor allem mit dem Team zusammen zu sein, weil wir so einen guten Zusammenhalt haben und so spezielle Gegner haben, wo wir eine Herausforderung haben, die wir in Zürich nicht. Also in Zürich haben wir andere Gegner und jetzt haben wir eine andere Herausforderung. Ich spiele so viel ich kann an Turnieren mit, wenn es mein Beruf erlebt. Ich bin ja Koch von Beruf und da muss ich auch am Wochenende arbeiten. Aber ich schaue sonst immer, dass es auch am Wochenende geht, dass ich frei habe und meinem Team zu helfen. Jederzeit, ja. Ja, die Leistung ist gut und es gibt auch ab und zu mal ein paar Situationen, wo wir besser sein können. Aber das verschaffen wir heute noch am Turnier, dass wir besser spielen können. Also, es gibt viele Momente, wo wir es sehr gut machen, aber wir können uns sicher noch verbessern, indem dass wir mehr aufrücken und schneller spielen und Konter ausnutzen. Und weiter geht's! Das ist nicht genug, weiter geht's! Alles gut so machen. Ja! Genau so! Zieh. Ja! 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 Weg! Mein Name ist Joel Andliker, ich bin Stürmer beim Pro Team Thurgau mit der Nummer 22. Ich bin Claudio Schober, habe heute im Pro Team Thurgau ausgeholfen als Verteidiger. Ich habe so 699, aber eigentlich das Null. An sich, das heutige Turnier war eigentlich gut gewesen. Wir haben zwar 3 Spiele verloren, 3 Spiele gewonnen, am Schluss das letzte Spiel noch gewonnen. Claudio, wenn du das siehst, bist du absolut einfach Maschine. Er hat einfach mal einen Distanzschuss, ich weiß nicht wie viele Meter reingehauen. Einfach geisteskrank. Darum recht geiles Turnier gesehen, auch so heute. Es war gut organisiert gewesen. Mir hat es eigentlich sehr gut gefallen. Die Stimmung im Team war auch super gewesen. Und vor allem mein Goal hat mich noch mehr motiviert am Schluss, dass ich auch im nächsten Turnier wieder wie ihnen aushelfen, was ich auch darf. Motiviert auf jeden Fall die Mannschaft. Ich spiele noch nicht so lange bei ihnen tatsächlich. Und ich finde es einfach jedes Mal wieder cool, mit dieser Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Ein paar sind meine besten Kollegen inzwischen. Oder schon länger. Und ja, genau, darum. Also mir macht es einfach jedes Mal Spass, mit meinen Kollegen auf dem Platz zu stehen. Also motiviert hat mich sicher der Joel. Der hat mich auch gefragt. Dann habe ich gesagt, ich bin seit einem Jahr nicht mehr an einem Turnier gewesen. Dann habe ich auch Lust gehabt, wieder mal mitzuspielen. Ja. An sich
gefällt mir beim Team. Wie soll ich das sagen? Es sind halt viele Kollegen, die einfach mit dabei sind. Wir haben ein cooles Trainerteam. Wir haben eine sehr geile Mannschaft zusammen. Und ich glaube, auch jedes Mal, wenn man ins Training geht, spürt man die Euphorie wieder, für an die nächsten Turniere zu gehen. Vor allem dann eben, sich mit den Grossen zu messen wie Brunau und noch die ganze weitere Mannschaft wie Hurricanes, Insieme und so weiter. Und ich glaube, das macht einfach auch jedes Mal Spass. Man lernt schon neue Leute kennen. Und das ist so das, was für mich ausmacht, einfach an die Turniere zu gehen. Wie ich vorher schon gesagt habe, die Stimmung war super im Team. Es hat zwar ein paar Szenen gegeben, die nicht so toll waren, aber trotzdem, der Zusammenhalt hat gestimmt. Das hat mir auch sehr gefallen. Hallo zusammen, wir sind Spieler von Insieme. Wir suchen Spieler, wir spielen in Oerlikon. Und wenn ihr Lust habt, würden wir uns freuen, wenn ihr gerne vorbeikommen würdet. Wenn ihr gerne vorbeikommen würdet, schaut doch gerne auf fcinsieme.ch. Dort sind alle Informationen. Tschüss! Tschüss!